Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Easy Sports TV. Na, trainierst du schon wieder bei uns oder wartest du noch ab? Ab sofort wieder möglich das Training in den Easy Sports Filialen vor Ort. Melde dich doch einfach bei uns und wir sagen dir, wie genau das funktioniert. Alle Hygienestandards und natürlich Vorschriften werden genauestens eingehalten, aber natürlich mit Spaß. Das heißt, meldet euch und noch ganz kurzer Tipp für euch, in unserem Online-Shop oder auch vor Ort gibt es ein unfassbar tolles Angebot. Nicht mehr lange, also schlagt jetzt zu. Sagt's weiter und schaut mal vorbei. Online-Shop www.easy-sports.com oder direkt bei uns im Club. Ansonsten beginnt jetzt der Tommy mit einer Wirbelsäulenbeweglichkeit. Anschließend wird der Elias, Entschuldigung, ich war gerade etwas irritiert, eine Burpee-Challenge nochmal machen. Könnt ihr entweder zu Hause machen oder bei uns im Club. Der Trainer hilft euch gerne, denn endlich dürfen wir es wieder. Wir freuen uns auf dich und komm vorbei. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Easy Sports TV. Heute mit mir, mit Tommy mal wieder. Wir machen eine Wirbelsäulenmobilisation, Beweglichkeit, einfach, dass wir mal alles wieder schön bewegen. Nicht einrosten, sondern einfach fit bleiben. Und von oben nach unten geht so circa 10 Minuten, relativ locker. Tut sehr, sehr gut, wird mal wieder Zeit. Also das Erste, was wir machen, ist einfach, wir schauen einfach nach oben und nach unten. Also wir bewegen den Kopf langsam auf und ab. Alles so circa 10 Mal hin und her. Genau, macht das Ganze in eurem eigenen Tempo, so langsam ihr wollt, ihr macht schön weiter. Wichtig dabei ist übrigens, dass ihr immer schön stabil auf dem Boden steht. Ihr habt eine leichte Bauchspannung, ein aufgerichtetes Becken, also kein Hohlkreuz und auch eine stolze Brust. Das machen wir noch zweimal auf und ab und dann machen wir das Ganze noch nach links und nach rechts. Also Kopf ist jetzt wieder neutral, alles ruhig, nur der Kopf eben bewegt sich zur Seite, hin und her. Genau, also alles noch ziemlich leicht, aber ich wette, das habt ihr auch schon länger nicht mehr gemacht. Mal nach links und nach rechts geschaut, komplett, soweit es geht. So, genau, auch ganz locker, ein paar Mal hin und her noch. Machen wir noch zwei links, zwei rechts und noch eins und noch eins. Okay, jetzt kreisen wir einfach ein bisschen die Schultern, also einfach klein anfangen, locker anfangen, auch nur nach hinten, weil nach vorne haben wir eh schon den ganzen Tag im Alltag, deswegen nach hinten machen wir eigentlich viel zu wenig. Genau, ihr könnt auch die Kreise größer machen, ihr könnt die Arme mitnehmen, je nachdem auch ein bisschen höher und so weiter. Nebenher auch gut für die Schulter, aufrechte Position. Genau, also bisher auch alles noch sehr, sehr locker. Okay, gut. So, auch das passt. So, jetzt bewegen wir uns einmal zur Seite. Also wir ziehen den Arm über dem Körper rüber, dass hier einfach ein bisschen Zug entsteht und das Ganze machen wir langsam zu jeder Seite, also schön nach links, schön nach rechts und also die Wirbelsäule wird jetzt offensichtlich auch mal zur Seite bewegt, auch das passiert im Alltag eher weniger, genau, deswegen einfach mal wieder hier, sehr gut für die Bandscheiben, die müssen nämlich bewegt werden, also ein paar Fakten am Rande, Bandscheiben sind ja letztendlich nichts anderes als Knorpel und die können sich nicht selber ernähren, die brauchen eine Gelenkflüssigkeit und die kommt nur wieder in die Knorpel oder in die Bandscheiben, wenn die sich bewegen von außen, also so wie jetzt zum Beispiel, also die saugen sich wieder schön voll, das heißt, die sind ja saftiger, somit dämpfen die besser, deswegen ganz wichtig, da mal wieder was zu tun. Also beugt auch Bandscheibenvorfälle vor, genau, so. Gut, also das passt auch. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Knie, steht also schön fest auf dem Boden, leicht gebeugte Beine, bisschen Bauchspannung. Die Hände könnt ihr hier einfach auf den Oberschenkeln ablegen. Und wir versuchen jetzt so ein Hohlkreuz zu machen, also hier einmal durchdrücken, Kopf nach oben und das Ganze dann auch schön andersrum. Genau, das machen wir auch nachher nochmal auf der Matte, auf dem Boden. Aber das meiste jetzt ist erstmal im Stehen. Genau, und das auch einfach ein paar Mal schön hin und her. Ihr drückt die Schultern schön nach oben und es geht jetzt einfach darum, die Wirbelsäule hin und her zu bewegen. Auch wieder so weit es geht. Alles natürlich relativ entspannt. Also es sollen keine Schmerzen oder irgendwas sein, ist ja logisch. Das heißt, wenn ihr irgendwas Unangenehmes spürt, dann vielleicht nicht ganz so weit gehen und so weiter. Aber alles, was sich gut anfühlt, ist meistens auch gut. So, genau, gehen wir noch einmal auf und ab.
Und dann machen wir noch was anderes Schönes, nämlich wir drehen uns jetzt ein bisschen, also den ganzen Oberkörper. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Sieht folgendermaßen aus, ihr steht noch ein bisschen breiter da, geht noch ein bisschen mehr in die Knie. Umso tiefer, umso schwerer, vor allem für die Beine. Wir parken die Hände einfach hier innen an den Oberschenkeln, beziehungsweise an den Waden, wenn ihr tiefer geht. Und jetzt drehen wir, öffnen wir hier seitlich und schauen der Hand immer hinterher. Also wir gehen hoch, soweit es geht, halten kurz, kommen ganz langsam wieder zurück, ganz entspannt und wechseln jetzt einfach die Seite. Also ihr öffnet richtig schön, zieht weit nach hinten, vielleicht knackt es sogar, kann auch sein. Und dann einfach schön auf und ab oder hin und her. Genau, also einfach schön die Wirbelsäule drehen. Und das auch noch ein paar Mal zur Seite. Wie gesagt, Hand hinterher schauen. Denkt an die leichte Bauchspannung, die Beine sind relativ ruhig. Und wenn ihr es doch einen Tick schwerer wollt, weiter runter gehen, weitermachen. Genau, das machen wir noch 6 Stück, 3 links, 3 rechts. Einmal hier, einmal hier. Genau, also tut sehr, sehr gut. Gar nicht mal so einfach, aber funktioniert. Zack. Zack. So, machen wir alles noch einmal. Einmal nach rechts, einmal nach links. Zack. Und zack. So, dann haben wir uns hier also schon mal sehr, sehr gut bewegt, mobilisiert. Okay, wir haben jetzt schon fast alles. Also wir haben was für den Kopf gemacht, Halswirbelsäule. Brustwirbelsäule, wir haben uns schön gedreht in alle Richtungen, vor, zurück, seitlich und Rotation. Jetzt können wir noch ein bisschen was fürs Becken machen, hängt mehr oder weniger auch damit zusammen. Auch ein bisschen Gleichgewicht und zwar schmiert einfach hier im Becken, auch ein bisschen anfälliges Gelenk, deswegen machen wir es einmal ganz kurz. Wir stehen also auf einem Bein, auf dem Fuß, feste, leicht gebeugtes Bein, wieder hier die Bauchspannung. Wenn es jetzt wackelig ist, einfach die Arme zur Seite nehmen. Wenn ihr schon ein bisschen stabiler steht, könnt ihr auch die Arme hier so zur Seite nehmen. Wir drehen einfach hier das Knie oder das Bein besser gesagt von innen nach außen. Macht es langsam oder ein bisschen schneller. Wir versuchen hier schön ruhig zu bleiben. Genau, machen einfach ein paar Kreise von innen nach außen. Noch dreimal und dann wechseln wir die Richtung. Dann machen wir von außen nach innen. Also versucht hier schön viel zu drehen. Gelenke, ja, zu schmieren sozusagen. Genau, dann wechseln wir jetzt mal die Seite. Das heißt, wir gehen erst nach außen, dann nach innen. Kann es auch sein, dass es hier innen so ein bisschen wie so knackt oder übereinander rutscht. Das macht aber nichts. Also solange es nicht wehtut, sollte es passen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch der Fall, aber ich habe keine Probleme. Von daher passt alles. Genau, machen wir auch hier noch so 3-4 Mal. Standbein hat auch ein bisschen zu tun. Und dann machen wir die andere Seite. Genau, so, okay, passt. So, könnt ihr noch einmal locker machen. Jetzt wieder hier fest auf dem Boden stehen, leicht gebeugtes Bein, Bauchspannung, Arme, je nachdem. Und dann wieder erstmal von innen nach außen. Genau, und ihr merkt jetzt, der Kurs oder die Übungen sind jetzt nicht muskulär, nicht besonders anstrengend. Aber in ein paar Minuten werdet ihr schon merken, dass es euch einfach besser geht. Allein durch dieses kleine 10 Minuten etwa Programm geht es euch schon deutlich besser. Wir haben gut was für den Rücken gemacht, für die Wirbelsäule, also eure Säulen, schön stabil. Genau, hebt euren ganzen Körper. Wir wechseln, jetzt nochmal die andere Richtung ein paar Mal. Genau, einfach, dass hier unten auch alles passt. Kriegt man ja auch schnell mal leichte Beschwerden oder leichte, unangenehme, ja, nicht Beschwerden, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, machen wir auch noch 2-3 Stück. Schön ruhig bleiben. So, okay, gut, das passt auch. Dann machen wir jetzt noch kurz was auf dem Boden. Ihr braucht einfach nur eine Matte, eine Decke, irgendwas Weiches, Isomatte, je nachdem. Also, ihr legt die einmal hin. So, damit ihr rückengerecht runtergeht, einfach immer so einen Ausfallschritt machen, also großer Schritt nach vorne. Wir können uns hier schön abstützen und dann mit dem geraden Rücken runtergehen, falls ihr da irgendwie Beschwerden habt oder euch da ein bisschen schonen wollt oder schon mal für euer Alter, könnt ihr euch das merken. Gut, also wir legen uns hin auf den Rücken. Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel auch hier festhalten oder hier den Kopf festhalten. Dann legt ihr euch einfach so langsam ab, ganz langsam abgerollt. Okay, so. Jetzt, die ist ganz gut. Also, ihr liegt einmal hier, ihr habt die Arme hier seitlich, wie ein T ungefähr. Die Schultern bleiben immer schön auf der Matte.
Und wir nehmen jetzt ein Bein hier im rechten Winkel nach oben. Und das legen wir jetzt vorsichtig über die andere Seite, also zur anderen Seite, übers Bein rüber. Das heißt, hier den Kontakt behalten, Kopf immer weg vom Knie. Und das Bein legen wir langsam runter. Ihr lasst es jetzt locker. Es geht wahrscheinlich nicht ganz zum Boden. Ihr dürft auch langsam ausatmen, versuchen hier ein bisschen lockerer zu werden. Oder auch ganz leicht nachzudrücken mit der Hand. Und dann zieht es jetzt natürlich hier einmal Po, Becken entlang, unterer Rücken und die Wirbelsäule ist so schön einmal ganz vorsichtig natürlich gedreht, bewegt, mobilisiert wieder. Da Rost löst sich sozusagen, Rost ist entfernt. Gehen langsam wieder zurück, also das Bein kommt langsam wieder zur Mitte, wir legen es ab und jetzt natürlich andere Seite, ist ja logisch. Also wieder hier, einmal Bein hoch, Kopf geht weg vom Knie und Bein langsam rüberlegen, Schulter bleibt wieder auf der Matte, ihr seht es jetzt bei mir, ich komme auch nicht ganz zum Boden, das ist okay. Mit Ausatmen kann ich noch ein bisschen lockerer werden, ganz leicht nachhelfen und dann plötzlich wird es doch ein bisschen tiefer, geht es doch ein bisschen tiefer. Tut auch ziemlich gut. Angenehmer, leichter Schmerz, kann man schon fast sagen, aber tut gut. Genau, noch ganz kurz halten. Nochmal ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Nase ein, Mund aus. Und dann könnt ihr wieder langsam zur Mitte kommen. Also Bein einmal zurück. Und jetzt machen wir noch kurz was für den Po und den unteren Rücken, dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Also hier einfach Bein aufs Knie, auf dem Oberschenkel besser gesagt. Wir greifen dann hier durch, halten unser Bein fest und ziehen es einfach vorsichtig langsam ran. Ganz vorsichtig, dann merkt ihr einfach hier jetzt in meinem Fall links eine leichte Spannung. Und es geht auch ein bisschen noch rüber in den unteren Rücken. Also wir haben Po, untere Rücken. Ihr könnt auch so ganz leicht rund werden hier, also das Becken hebt sich leicht ab und somit habt ihr eine richtig gute Dehnung. Po und untere Rücken, Lendenwirbelsäule. Genau, da liegen wir eh oder sitzen eh den ganzen Tag drauf, leider zu viel. Von daher, hier könnt ihr wirklich mal leicht Druck drauf geben, leicht Zug drauf geben. Geht dann auch immer weiter und weiter. Und dann könnt ihr langsam wieder lösen. Jetzt machen wir noch die andere Seite. Und dann kommen wir langsam wieder nach oben, machen uns dann gleich nochmal schön groß, schön stolz, schön stabil. Und dann habt ihr ein kleines Programm gehabt, mit dem ihr ja, auf jeden Fall deutlich besser durch den Tag kommt. So, nochmal hier schön ranziehen, kurz nochmal halten. Vielleicht geht doch noch ein bisschen mehr. Und dann wieder langsam die Spannung rausnehmen, lösen. Genau, jetzt können wir uns wieder hochziehen. Entweder hier einfach nur am Bein festhalten. Wenn ihr irgendwas am Nacken habt, ihr könnt auch hier den Kopf ein bisschen halten, vorsichtig einmal hochkommen, rumdrehen, wie auch immer. So, jetzt einmal noch kurz hier die Wirbelsäule, also hier einmal durchhängen, hochschauen, runterschauen, schön hin und her. Also nochmal wie vorhin im Stehen, ist genau dasselbe, einfach nur noch ein, zwei Mal und dann könnt ihr es natürlich auch öfter machen. Es ist einfach nur jetzt kurz der Schnelldurchlauf. Und dann machen wir jetzt einen Schritt nach vorne. Dann können wir es wieder rückengerecht nach oben drücken. Also wir stützen uns hier, kommen langsam einmal hoch. So, zwei Sachen sind es noch. Und zwar einmal Brust. Wir sind ja viel nach vorne gelehnt. Ob es jetzt Essen, Schreibtisch, wie auch immer, Homeschooling, Homeoffice ist. Deswegen müssen wir hier wieder aufmachen. Das heißt, wir haben die Daumen außen, ziehen schön nach hinten. Also so ein bisschen hinter die Schulter. Gar nicht mal hier hinten, sondern einfach nur so ein bisschen nach hinten ziehen. Ganz neutral und wir versuchen hier hinten zu ziehen, vielleicht auch leichtes Wippen und dann spürt ihr, wie sich hier langsam wieder öffnet. Also ihr müsst es hier wieder schön lang ziehen, sonst gewöhnen wir uns natürlich an diese einseitige Haltung. Genau, also kurz halten, leichte Bauchspannung, kurz schön tief ein- und ausatmen und dann wieder langsam lösen. Das heißt, wir sind jetzt einmal hier schön geöffnet, jetzt machen wir es noch kurz lang, also wir nehmen die Arme seitlich hoch. Strecken uns nach oben, gehen gerne noch auf die Zehenspitzen einmal hoch, halten das, wenn es geht. Kurz die Spannung halten, weiter atmen. Können auch die Arme so ein bisschen nach oben nochmal schieben, also einfach so hin und her greifen, nochmal gut für die Schulter. Und jetzt langsam ausatmen, Arme runternehmen, nochmal hier nach hinten kreisen. Und dann haben wir es geschafft. Also, wir haben eine aufrichte, stolze Brust. Wir sind groß geworden, wir haben die Wirbelsäulen in alle möglichen Richtungen bewegt. Uns geht es wieder gut, wir haben einen klaren Kopf, konnten kurz ein bisschen den Alltag vergessen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald im Studio. Macht's gut, euer Tommy. Ciao, ciao.
Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf EasySports TV. Heute wieder mit einem neuen Video, einem neuen knackigen Video. Ihr habt schon den Titel gelesen. Es ist heute eine kleine Challenge, ja? Die Burpee Challenge. Für die von euch, wo nicht wissen, um was es geht, ja? Burpee ist eine Ganzkörperübung aus dem CrossFit. Ja? Das heißt, hier wird der ganze Körper trainiert, logischerweise. Ich zeige euch mal ganz kurz, um was es dabei geht beim Burpee. Und zwar gehen wir unten in die Liegestützposition. Wir machen eine Liegestütze, wir drücken uns hoch auf die Füße und hüpfen in die Luft, strecken die Arme vorne, im besten Fall ist nichts über euch, das könnt ihr gleich mal checken, sonst kann es auf jeden Fall gut auf die Finger gehen. Ja. Also, es geht hier um den Burpee, versucht den so gut wie möglich auszuführen, je nachdem wie fit ihr seid, wird es ja im Verlauf der Zeit, im Verlauf der Burpees, wird die Ausführung logischerweise da eher ein wenig bergab gehen. Was habe ich mir dafür ausgedacht? Wir machen die Burpee Challenge. Warum? Wie gesagt, Ganzkörperübung, damit ihr euch messen könnt, wenn ihr wollt, untereinander, unter euren Freunden. Wir machen 10 Burpees. Wenn ihr die Burpees gemacht habt, geht ihr runter auf die Knie und macht ihr einfach nur diese öffnende Bewegung. Ja? Praktisch aktive Pause, wie beim HIIT. Versucht wirklich Brust und Schulter und Trizeps anzuspannen, während ihr das macht. Keine Sorge, nach 10 Burpees wird es auf jeden Fall schon, werdet ihr es schon besser spüren, wie jetzt, falls ihr es jetzt schon macht. Genau, und dann machen wir hier davon 10 Sekunden und ihr geht wieder hoch, 10 Burpees, 10 Sekunden, Taste mit den Armen, 10 Burpees. Ja, und wer am meisten Sets schafft, praktisch, hat gewonnen. Also ein Set ist dann 10 Burpees, 10 Sekunden, das ist ein Set. Das heißt, zwei Sets wären dann 4 Durchgänge. Ja, nur, dass ihr das Prinzip verstanden habt. Genau, ich mache jetzt einmal mit. Wir machen zusammen 2 Sets, ja, zum Testen. Da könnt ihr gucken, wie es eure Ausführungen, könnt ihr mit mir vergleichen. Und nach den 2 Sets sind wir schon durch mit dem Video und da beginnt dann eure eigene Arbeit, in Anführungszeichen, ja, wo ihr dann zu Hause mal gucken könnt, wie viel am Stück schafft ihr überhaupt. Genau, ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir machen ganz kurz die 2 Sets. Dann würde ich sagen, jetzt los in 3, 2, 1 und go. Ah, kurz reinkommen hier. Und auf die Knie. Und wieder zurück. Und die letzten. 3, 2, 1. Stopp. Also ihr seht schon, egal auf welchem Fitnesslevel, so eine Ganzkörper-Crossfit-Übung mit diesem HIIT-Element haut auf jeden Fall rein. Ich gehe mal nach hinten weiteratmen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der Challenge. Ansonsten noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao.